So, Roger ist raus, wir sind da. Ob das ein Ersatz ist, weiß ich auch nicht. So, jetzt erzählen wir euch eine lustige Geschichte. Wir sind beim Schlägertest. Kriegt die neue Pro-Serie rein. Erstmal interessante Optik. Gehen wir gleich ein bisschen näher nochmal drauf rein. Retro passt zu meiner Jacke. Passt zu dir, ja. Und sagen auf einmal, boah, wie gefühlvoll ist der denn? Trotz meiner schlechten Beinarbeit, ich treffe die Bälle sauber. Ich habe den immer satt drin. Sensationell. Was haben die da verändert? Patrice, lass nochmal googeln, lass nochmal nachgucken. Was ist da neu? Für mich einfacher zu spielen. 315 Gramm, easy. So, was fällt dann auf? Jetzt bist du wieder dran. Was fällt uns erstmal gar nicht auf? Das ist der Punkt. Es ist ein 100er. Ja, wir gucken, wir spielen und denken, boah, das ist geil, den haben sie weiterentwickelt. Freuen uns und gucken dann auf einmal drauf und da steht ProStuff X. Jetzt dürfen wir eine Sache bitte nicht falsch vermitteln oder ihr nicht falsch verstehen. Wir beide sind wirklich nicht mehr beweglich. Wir bringen es mal auf den Punkt. Und kleinere Köpfe, und ProStuff ist ja bekannt als 97er Kopf, das ist also von der Schlagfläche. Das ist sicherlich technisch auch insofern ein bisschen fordernder. Man braucht eine etwas bessere Beinarbeit, um diese Schläger auch das Kontrollmomentum dieser Serie, wofür ProStuff seit vielen, vielen Jahren steht, auch nutzen zu können. Ich muss ja ab und zu mal auch mal einen schummeln, du musst auch mal einen schummeln und waren völlig überrascht. Das Ding, bin ich fest von überzeugt, wird so viel mehr Leute ansprechen oder eine Gruppe ansprechen, die sich vielleicht bis jetzt noch nicht angesprochen gefühlt hat. Ich würde die Gruppe mal so, wie du sie gerade beschrieben hast, beschreiben. Es sind die Leute, die das Auge haben, die den Touch haben, aber die vielleicht einfach einen Schritt langsamer geworden sind. Die einfach über ihr Auge das machen. Wo die Youngster vielleicht durch ihre Power, Energie etwas mehr Kontrolle brauchen. Den 97er brauchen wir ein bisschen mehr Touch, ein bisschen mehr Verzeihendes. Und ja, wir sind jetzt durch Zufall auf den gestoßen. 315 Gramm, 31er Balancepunkt. Die beiden Zahlen, wenn man die Harmonie mal einfach mal satten lässt, sehr ausgewogene 315 Gramm, fühlen sich jetzt nicht wirklich schwer an. Ich habe keine 315 Gramm gespürt. Ja. Also das müssen wir mal... 16 zu 19 Beseitigungsmuster. Ja. Klassisch, ProStuff, ne? Diese Auswuchtung hier, ne? Auf 3 und auf 9 Uhr. Klassisch, Design hast du gerade am Anfang schon mal angesprochen, was ja zufällig jetzt echt zu deinem Oberteil ganz gut passt. Vielleicht auf das Griffband noch mal eingehen. Ist das echt Leder? Es ist kein Leder. Es ist Kunstleder. Ne? Es ist nicht das Naturleder. Keine Sorge, weil viele kennen es gar nicht mehr. Ich spiele immer noch Naturleder drunter. Ich liebe das, aber die meisten mögen es nicht wegen Blasen oder sonstigen. Empfehlung hätte ich hier drauf auch. Sieht nicht nur optisch gut aus, ich glaube eine 4G. Und wird hier drauf schon. Trotzdem aber nicht so hart, weil 4G. Ja, 4G ist eine harte Seite, die härteste Seite der Welt, auch wenn man es gar nicht merkt beim Spielen. Die hier schön mit 22, 23 und dann hast du richtig Spaß. Ja. Also ich kann euch sagen, die Rakete hat richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Ja, nette Überraschung. Bis demnächst. Viel Spaß beim Testen. Ciao. Advantage You.